Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Beast Inside. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den Keller. Und wie immer freuen wir uns, wenn es in den Keller geht, wird es immer lustig. So. Dann, Sesam, öffne dich. Ich meine, hey, Sesam, öffne dich. Mach das Kläppchen auf hier, so. So. Die fällt jetzt hinter uns zu. Nein, tut sie nicht. Was ist das denn hier? Voll der Bunker. Das aufmachen? Nein. Hört er uns, wenn wir kommen? So much blood. What's happened here? Das wirst du schon noch herausfinden, mein Freund. Kann ich das aufmachen? Nein. Slaughtered. Like an animal. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And why? Und wer bist du? Wer ist das? Luckily you didn't destroy them. Das sind Telegramme oder was? I finally made it to the mine, but something followed me. Da war jemand hinter dem. Hat er das gesehen? Ich weiß es nicht. Kapitel 8. Ich habe es endlich zur Mine geschafft. Doch jemand, etwas ist mir gefolgt. Oh nein. Ich bin mir sicher, dass es kein Mensch war. Es ist mir gelungen, es abzuschütteln. Zumindest glaube ich das. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Man hat mir gesagt, dass ich keine Zeit daran verschwenden darf, Trugbildern nachzustellen. Vater, der Detective, die Mine. Hoffentlich werde ich hier fündig. Und ich glaube, unser Niklas oder wie er heißt da aus dem 1864, ich glaube, dieses Jahrzehnt, wo der war, war vielleicht eine Nervenheilanstalt. Vielleicht? Mal Lichtchen anmachen. Ich hätte mich da gerne noch weiter in dem... Im Schlund der Finsternis. Ich hätte mich gerne noch in dem Zimmerchen umgeguckt. Aber leider haben wir zu früh das Papier genommen. Gut. Wir sind in der Mine. Das ist toll. Dann gehen wir mal los. Warte mal, gucken wir unser Tagebuch. Ist es das, was er gerade vorgelesen hat? Ja. Gut. Die Mine. Warum ist es jetzt hier so dunkel? Ich mach mal Licht. Wow, das ist eine tolle Übersicht. Wir finden schon unseren Weg, wie immer. Haben wir ein Ziel? Nein, ne? Wir sollen erstmal in die Mine gehen, ne? Was ist das denn hier? Nichts, okay. In Minen verläuft man sich immer. Ich zumindest. Was bist du denn? Mhm. Notiz eines Vermissten. Er hat mich angelogen. Dieser alte Mistkerl hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Er hat mir einen Bären aufgebunden, dass diese Karte mich zum Gold führen würde, das in dieser Mine versteckt ist. Als ich ihn fragte, warum er nicht selbst hinabsteigt und sich das Gold schnappt, sagte er sei zu alt, seine Augen seien nicht mehr so gut wie früher und er würde es einfach nicht mehr allein schaffen. Und was habe ich getan? Anstatt den alten Narren auszulachen, habe ich ihn bezahlt, bin bis in die tiefsten Tiefen der Mine vorgedrungen und... Ja, ich habe Gold gefunden. Doch es war nichts weiter als Narrengold, stinknormales Pyrit, das selbst ein Kind von echtem Gold zu unterscheiden vermag. Meine Gier hat mich hierher gebracht und jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Seit wie vielen Tagen bin ich bereits hier unten? Verdammt, vielleicht sind es sogar schon einige Wochen. Gott sei Dank mangelt es hier nicht an Ratten, ansonsten wäre ich schon längst verhungert.
Meinen Durst stille ich mit verdrecktem Grundwasser. Wenn auch das zur Neige geht, bleibt mir nur noch, meinen eigenen Urin zu trinken. Ich habe die Notizen eines Mannes namens Gilman gefunden, die einen Weg aus der Mine beschreiben. Wenn mich die Angst nicht übermannt hätte, wäre ich jetzt in Sicherheit. Ich bin dem richtigen Weg gefolgt. Doch als ich diese unmenschlichen Schreie hörte, bin ich weggerannt, bis meine Beine keine Kraft mehr hatten. Das ist das Ende. Ich schaffe es nicht mehr zurück. Wenn ich hier sterben sollte, dann denk daran, wer auch immer du bist. Folge den Notizen des Detectives. Die Lichter sind der Schlüssel. Die grünen Lichter, die ich in manchen Tunneln gesehen habe. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich bin so entsetzlich müde. Okay. Die Miene meines Vaters hat sich für so viele als Grab erwiesen. Es ist einfach schrecklich. Wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte, sollte ich mich an die Hinweise in Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andernfalls finde ich nie wieder hier raus. Green Lights. Alles klar. Eins. Ist das wichtig? Hier, jetzt diese Eins. Ist das wichtig? Es ist wahrscheinlich nur der Tunnel 1, ne? Ich krieg schon Paranoia. Zweite Notiz des Detectives. Bei der Explosion verloren drei Bergleute ihr Leben. Aber auch, was wie ein seltsamer Zufall erscheint, Heizpartner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und dem Gasthaus besaß. Einer der Gäste des Gasthofs, der ein wichtiger Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der Einzige in der Gegend, der unter ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf zu sein, dieses Geheimnis zu ergründen. Ich helfe ihnen gerne, aber natürlich nicht kostenlos. Und was sind das für römische Zahlen? Ja, römische Ziffern, was sie wohl bedeuten. 1 von 3. Ich schreibe mal 1 von 3 und dann ist das eine 6, eine 1 und eine 3. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. The accident claimed the lives of 4 people. Why would my father kill them if they were his friends? And on top of that, the explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense. My father was no fool. He wouldn't hurt his own interests. Wir werden es hoffentlich noch erfahren, mein Freund, ob du recht hast oder nicht. Was war das denn jetzt für eine Animation? Mach sowas nicht. Links oder rechts? Das... Oh Gott. Wir sind hier. Oh. 613. Das wäre dann ja rechts, ne? Ich habe keine Ahnung. Streichhölzer. Petroleum. Noch viel besser. Der Junge mit den Schwefelhölzchen. ist ja kuschelig hier. Beste ist, wir haben 97 Streichhölzer und keine Kerzen, die wir anzünden können. One that the dead man had written about. If he was right, then I'm on the right track. Das ist toll, das wird sich jetzt ändern. Moment, wir gucken nochmal auf die Karte. 6, was war das zweite? Eine 1, ne? Die ist ja da unten.
Das stimmt aber irgendwie nicht. Okay, 3. Guck mal, hier gibt's hier ein Schild. Nein, und hier? 2. Ich guck nur mal, ich lauf da nicht, ne? Hier sind keine grünen Lichter mehr. Ich dachte, hier wäre irgendwo... Oh Gott. Geh sofort zurück. Eine Sekunde. Ist hier noch Petroleum oder so? Dann hat sich der Weg wenigstens... Ah, guck mal. Ah. Oh Gott, es lohnt sich, wenn man sich umguckt? Oh nein, das ist nicht gut. Fragment von Marias Brief. Verehrter Herr, ich habe Ihre Anzeige bezüglich Ihrer Suche nach John Norton gelesen. Ich bin vielleicht eine einfache Bauersfrau, aber ich schwöre bei Gott, ich weiß, wer sowohl für sein Verschwinden als auch für das Verbrechen in der Mine verantwortlich ist, bei dem mein Mann ums Leben kam. Ich habe das alles bereits dem Sheriff erzählt, aber er hat mich nur ausgelacht und meinte, durch meine Trauer würde ich mir Dinge einbilden. Ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, jedoch nur unter 4 Augen und in meinem Hause, da ich mich nur hier wirklich sicher fühle. Wenn Sie hören, welches Geheimnis die Familie Hyde verbirgt, wird sich für Sie alles ändern. Die Familie war gut darin, das Geheimnis zu hüten, aber ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, was nachts hervorkroch aus diesem... Was? Als Geheimnis, was könnte diese Frau damit meinen? Willst du nicht wissen? Was kroch denn da hervor? Ich traue mich nicht, hier groß links und rechts zu gehen. Ich gucke nochmal kurz hier. Blinkt hier noch was? Kann ich hier noch was einsammeln? Petroleum zum Beispiel. Sehr schön. Petroleum. Ich wünschte, hier wären mehr Kerzen, die was nützen würden. Also, naja, gut. So, wir folgen mal den Lichtern, ne? I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Läufst doch gar nicht im Kreis, Junge. Wir haben nur eingesammelt. Hier sind doch grüne Lichter. Ist doch alles gut. Reichelt's auch wieder mal. Okay, du läufst wirklich im Kreis, oder? Wir sollen den grünen Licht... ...dann folgen. 613 hat er aufgeschrieben. Kann man hier hochgehen? Nimm das. Geh mal hier lang. Ja, grüne Lichter. Sieht gut aus. Okay, wir... ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist oder nicht. Wir gehen im Kreis. Wir gehen im Kreis, tatsächlich. Dann verstehe ich das aber mit den grünen Lichtern nicht.
Gut, hier ist 2. Hier ist 3. Hier ist die Petroleumlampe leer. Wie viel Petroleum haben wir? 32. Das ist gut. Wir gehen mal hier lang. Wenn wir eben im Kreis laufen, dann müssen wir auch irgendwo auskommen, ne? Okay. Okay. Wir versuchen es mal. 6. Das ist eine 4. Die 6 ist. Moment. I won't ever get out like this. I must find some clues. Halt die Klappe, ja. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Ja, die Frage ist, wie kommen wir da zu der 6? Wir müssten ja eigentlich hier zurück, ne? Sind wir ganz weit weg. Moment. Alles gut, alles gut. Dauert ein bisschen, aber wir kriegen es schon hin. So, hier ist die 6. Das war richtig. 6 und dann müssen wir zur 1. Mit da lang? Ne, da geht's noch gar nicht lang, oder? Hier hängen jetzt überall die grünen Lichter, das ist ganz toll. Hier. Wo ist die 1? Moment. Kleiner Spaziergang. Hier war die 6, ne? Gehen wir mal hier rein und dann müssen wir... Ich weiß aber nicht, wo lang. Links? Ist ja schwierig zu erkennen, von wo wir hier kommen. In die Links sind wir ja gegangen, ne? Wir gehen durch die 6. Das sollte ja richtig gewesen sein. So, hier sind wir links gegangen. Kommen wir denn zu der 1? 613. Wie kommen wir zu der 1? Hm? Man gar nicht weiter. Hier kommt man gar nicht weiter, okay. Hier ist die 1. 6, 1. Hä? Und hier sind wir wieder am Ausgang. Hilfe! Ich guck nochmal auf den Zettel. War das das? Nein, das war das hier, ne? 613.
Notiz eines Vermissten. Moment. Die Lichter sind der Schlüssel. Die grünen Lichter, die ich in manchen Tunneln gesehen habe. Den grünen Lichtern folgen. Das haben wir getan. Ist hier noch eine Karte irgendwo? Weil nur mit diesem 613 Gedöns weiß ich jetzt auch nicht, wo lang. Aber wenn hier die 1 war... Irgendwo... Dann stimmt das nicht. Weil die 1 stand an zweiter Stelle. Stehe ich jetzt auf dem Schlauch oder was? Wir können jetzt nur versuchen, in die 3 zu kommen. I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Ja, ja. Hier war ja richtig, ne? Hier sind wir ja richtig gegangen. Hat er gesagt, er ist auf dem richtigen Weg. Stimmt das? Ja, so kompliziert ist es jetzt aber hier nicht. Wieso geht denn der immer im Kreis? Verstehe ich nicht. So, das ist die 2. Das ist die 3. Wenn das jetzt falsch ist, Leute, weiß ich es nicht. Also jetzt kommen wir aus der 5 raus. Und was hat uns das jetzt gebracht? Wieder die 3. Links oder rechts? Ist, glaube ich, egal, oder? Okay, ich bin mal rechts. Ach, come on. Wir haben doch bei 1 angefangen. Wie soll das denn an zweiter Stelle sein? Sowas nervt mich. Unser Petroleum ist gleich schon wieder leer. Ich mach das mal so lange aus. Ist ja ziemlich hell hier. Gibt ja gerade auch nichts zu sehen. So, wir haben hier angefangen. Ich gehe jetzt mal einfach hier lang. Einfach raus. I must find some clues. Ja, ja, das... Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Es ist wirklich... Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich guck jetzt nochmal hier, ob wir hier wirklich nirgendwo vorbeikommen. Wenn wir das hier runterschmeißen, ne? Kann ich das ziehen? Nein. Ich dachte, wir kommen dann hier durch. Was Wichtiges.
Warte mal hier. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Wahrscheinlich stecken wir gleich fest und kommen hier nie wieder raus. So wie jetzt. Scheiße. Oh shit, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Wenn man schon Mist bauen kann, dann lasst einen wenigstens wieder raus. So. Bin ich wieder raus. Tja, weiß ich nicht. Also hier geht's nicht weiter. So sehr es auch danach aussieht. Ich weiß, es zieht sich gerade ein bisschen. Ich glaube, es soll auch so sein, dass man sich hier verläuft. Was ist denn? Nix. Okay. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich verstehe das mit diesem 613 nicht. Wenn wir bei 1 starten, wie sollen wir 1 als zweites machen? Ich bin noch da. Ich verstehe es nur gerade nicht. So, hier ist nochmal der Anfang, ne? Gut. Passt auf. Es zieht sich ja nun wieder. Jetzt sind wir eine Folge hier durch die Mine geeiert. Ich würde sagen, ich versuche den Weg zu finden. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann lasse ich es euch wissen. Und wir sehen uns dann an dieser Stelle wieder, weil was nutzt das denn jetzt, wenn wir jetzt stundenlang hier durch die Mine latschen? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich eine Vermutung habe oder irgendwas finden sollte, dann schalte ich mich wieder rein und werde euch daran teilhaben lassen. Jetzt für den Moment wüsste ich nicht, was ich da falsch gemacht habe. Oder wie es richtig geht. Wir sind den grünen Lichtern gefolgt. Wir haben versucht, 6, 1 und 3 in der Reihenfolge zu machen, was irgendwie nicht funktioniert hat. Ich guck mal. Ich irre noch hier ein bisschen rum. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einer neuen Folge wieder, wenn es heißt The Beast Inside. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und gehabt euch wohl.